Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Kingdom of Fire The Crusaders. Reniers Kampagne hat letztes Mal angefangen. Wir haben jetzt erfahren, dass Renier so eine Art Vision vom Papst erhält, weil der vermutlicherweise das ewige Herz, mit dem man Renier kontrollieren kann, in Besitz hält. Gut, so viel dazu. Jetzt gehen wir doch mal dann eben in die Kaserne, um wieder mal meine Truppen aufzuleveln. Ja, das wissen wir. Okay, kurzer Überblick, was wir alles so haben. Ich denke, wichtig ist halt, dass wir aus den Elfen Bogenschützen sind, glaube ich, die ich gerade habe, dann berittene Bogenschützen machen. Gut, mit Orks, das ist auch interessant, hier mit Renier springen wir direkt von der normalen Infanterie zur schweren Infanterie, ohne dass wir uns um die Axtkämpfer kümmern. Dann schauen wir mal, wie hoch wir ihn dann noch leveln. Wichtig ist, dass wir auch ein bisschen dann die Offiziere später upgraden. Es gibt übrigens eine Möglichkeit, dass man Urukuba, ich habe das glaube ich schon erwähnt, in ein anderes Bataillon steckt und ihm dann eine andere Aufgabe zuweist. Zum Beispiel, dass man Ork-Reiter ausbildet und er ist der Anführer. Aber nun ja, das ist nicht die Art und Weise, wie ich spielen möchte, aber das ist nur ein Hinweis, wie man das Ganze gestalten kann. So, wir machen aus den Bogenschützen jetzt gleich mal berittene Einheiten, aber ich weiß nicht, ob ich genug AP habe für diese Fähigkeiten. Hier Nahkampf 6, Fernkampf 6 und Reiten 7. Deswegen, wir schmeißen erstmal Feuer raus und sehen zu, dass wir zumindest die Anforderungen erfüllen, dass wir normale Kavallerien. Ah, nein, es reicht. Okay, ich wollte nämlich sagen, dass wir sonst zusehen, ob wir nur normale Kavallerieeinheiten sein können. Aber das ist doch perfekt. Ich mag es nämlich, berittene Bogenschützen zu haben. Wenn man den nämlich immer Wegpunkte setzt, dann schießen die im Vorüberreiten schon auf die Feinde. So, Renier können wir nicht höher leveln. Dann lasst mich mal kurz schauen, ob man bei den Orks. Orks Axtreiter sind natürlich stärker. Ich denke, es könnte gerade so noch ausreichen mit den EP. Wollen wir mal sehen. Oder was haben die hier für Werte? Naja. Aus denen machen wir vielleicht später was Stärkeres, was Schwereres, wie so ein Sumpfmammut oder so. Gut, die Voraussetzungen haben sie ja. Frontal. Und dann brauchen wir nur noch Zähmen. Achso, ne, Teamwork bräuchten sie. Ich überlege gerade noch. Naja. Ich denke, wir kümmern uns jetzt dann erstmal um die Ork-Reiter. Nochmal kurz die Werte überprüfen. 5, 5 und 7. Ihr wisst ja, wem das Aufleveln hier am Anfang etwas zu langweilig ist, ihr könnt das immer wieder gerne überspringen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ordentlich zulege. Okay, 5 Frontal brauchen wir noch und Reiten 7. Ah, das hat ausgereicht, gut. Das war eigentlich alles, was ich wissen wollte. Das werden meine drei Haupteinheiten sein. Ihr wisst ja eigentlich, dass ich immer so drei festgelegte Einheiten habe. Und dann schauen wir mal, ob ich schon mit dem restlichen EP was anfangen will. Skorpion ist von Vorteil anfangs. Und das sollten wir als Zwischenstation vielleicht einlegen. Jetzt brauche ich 10 noch. Denn ich kann momentan noch keinen Unterstützungstrupp machen, die dann irgendwie von der Luft angreifen oder sowas. Mist. Fertigkeit kann nicht entfernt werden. Dann müssen wir denen eine andere Aufgabe zuweisen. Ach so, jetzt kann ich es entfernen. Okay. Ich war mir eben nicht sicher, aber das ist so, das war ja eine Voraussetzung für die Klasse, die wir hatten. Jetzt habe ich Teamwork adden können. Und dann schauen wir mal. Jetzt reicht's für den Skorpion. Gut. Okay, wir haben also jetzt auch einen Skorpion. Okli-dokli, würde Ned Flanders sagen. Oh, meine Bogenschützen haben schon gute Werte. Das gefällt mir, was ich da sehe. Dann leveln wir hier noch ein bisschen hoch. Jetzt habe ich aber wirklich alles aufgebraucht an EP. Ja. Dann gehen wir mal. Ja, Gott, geht nichts mehr. Gut. Gehen wir mal zu Renier und verbessern dort. Ja. Seine Waffe, K.O.-Erholung plus 30%. Oh, TP-Regeneration. Das ist gut, das nehmen wir dann. Ja, gibt nichts Besseres. TP-Regeneration plus 50%. Schauen wir mal, ob wir noch genug Gold haben für die Orks. Ja, EP-Gewinn, TP-Gewinn. Immer diese Entscheidungen. Ich bin froh, wenn wir später die höher entwickelten Waffen haben, wo man dann beides zusammen hat als Zusatzeffekt. Aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich ja, jetzt haben wir unser Gold verbrast. Es ist so, als ob wir uns einen hinter die Binse gekippt hätten bei der Happy Hour beim örtlichen. Oh, cool. In Colonel kamen mir 4 Truppen einsetzen bei.
Als ob wir dann hinter die Binse gekippt hätten bei der örtlichen Taverne. Alle Feinde vernichten. Und mehr gibt's dazu nicht. Ihr werdet feststellen, dass bei Renier die vielen, viele Missionen einfach nur ein Kill-em-all sind. Cool, das ist auch wie von Metallica Kill-em-all. Nein, Schatz, das war Hide and Seek. Okay, nee, Seek and Destroy meine ich. So, dann geht es auf die los. Da hinten sind Mörser. Bogenschützen. Na, dann greifen wir doch mal an. Ich schicke erstmal mit den Reitern einen Wegpunkt hin und her. Okay, derselbe Spielchen. Und was machen wir mit den Bogenschützen? Ja doch, die lassen wir uns angreifen. Warum nicht? Mach schon! Los! Schieß sie über den Haufen! So. Oh, die zaubern mit die Orden. Naja, ist ja kein Problem. Muss ich aber dann nur mit dem Skorpion aufpassen, dass ich den nicht verliere. Ah, noch ein leichter Keller, Entschuldigung. Okay, dann greifen wir mal dort mit Renier an. Hoffentlich sind die Bogenschützen hinten dran genug beschäftigt, dass sie mich nicht niederschießen, wenn ich dahin komme. Ich könnte natürlich jetzt auch immer mit den Reitern dann niederpreschen, aber jetzt schauen wir erstmal. Ja, voll in Bedrängnis. Gerade mal so ein lächerlicher Pfeil und Bogen da. Was wie so ein Zahnstocher. Die mir ins Fleisch aufspießen. Aber naja. Was haben wir noch? Ah, eine Balliste ist dahin. Das ist aber böse. Egal, wir greifen erstmal die Mörser an. Wobei, das könnte mir dann zum Gefängnis, Verhängnis werden, wenn ich da nicht aufpasse und zu lange brauche, die Mörser zu beseitigen, wird die Balliste mich niederschießen. Na egal. Bei den Mörsern ist ja so, das hatten wir in der vorherigen Mission schon geklärt. Hier ist irgendwo ein. Ah, ich hab's gefunden. Ein Anführer, würde ich sagen, der aussieht wie ein Zwerg, aber als rennender Renier ist das ja kein Problem. Renne! Und kaputt. Ich habe ihn kaputt gehauen. Was haben wir denn da drüben noch? Balliste, Balliste, Balliste. Gab es nicht mal einen Schuldigen, der Ballisto hieß oder sowas? Fällt mir gerade ein. Interessant ist übrigens, obwohl Balliste mittlerweile aus dem Französischen eingedeutscht worden ist, das ist ja ein Wort, dessen Stamm im Französischen liegt, streicht jede. Oh, bitte. Streicht jedes Rechtschreibprogramm Balliste immer noch als Fehler an. Weiß der Geier warum. Ah, ich schreibe ja selbst auch einen Fantasy-Roman, das wisst ihr ja. Beziehungsweise ich bin schon bei Band 2, weil der erste hat schon mit dem nächsten Verleger. Und da habe ich auch jedes Mal mit dem Rechtschreibprogramm zu kämpfen gehabt bei Balliste. Ah, so eine schöne Hintergrundinfo. Ich meine, fällt mir noch was dazu ein. Wir machen hier so ein bisschen Französisch-Deutsch-Teaching mitten in dem LP. Ja. Ich studiere zwar kein Französisch und habe schon lange nicht mehr gesprochen, aber ich studiere Englisch, das wisst ihr ja, aber es passt ja zu den Didaktik-Sprachübungen, weil wenn man auf Lehramt studiert, muss man ja immer auch Didaktik dazu nehmen. Gut, jetzt kümmern wir uns mal um den Skorpion, weil das sieht so aus, als ob ich... Mist, ich wollte nicht, dass ihr da reinrennt, ich wollte nur, dass ihr den Skorpion heilt. So, jetzt schießen wir mal aber da rein, in die Menge. Ich muss nur aufpassen, dass die nicht irgendwie stehen bleiben wieder. Okay. Renier kümmert sich jetzt mal um die Balliste da, weil die metzeln mich schon ab. Das mag ich überhaupt nicht. Und die Reiter kümmern sich um diese Bogenschützen. So. Sollte noch gut gehen. Wir haben immerhin noch zwei verbündete Einheiten hier, aber bei meinem Talent, wie ich es kenne, gehen die sonst noch drauf. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine lange Mission. Also kann sein, dass es, dass ich dann noch nur ein Video daraus mache, auch wenn es ein bisschen länger vielleicht jetzt 15 Minuten wird. Aber es ist, glaube ich, wenn ich es richtig genommen habe, ist das eigentlich nur ein Gemetzel, das auf sehr engem Raum stattfindet. Deswegen ist ja ein Meteor hier gerade nicht so von Vorteil. Aber ich wollte mal was sagen zu dem Rechtschreibprogramm. Wenn ich da mal meinen, ich hätte mal ein Semester lang Geschichte studiert. Wenn ich da mal meinen Geschichtsprof zitieren darf an dieser Stelle, wie er so schön sagte, man sollte nicht an einen klappernden Stromkasten glauben, der von einem Hobby-Garagenbastler aus Florida gebastelt worden ist. Damit hat er natürlich einen Computer mit Windows-System gemeint. Ja? Ich fand das aber schon sehr lustig. Das war so ein richtiger altbacken Prof.
der nicht so gerne Schreibmaschinen, der nicht so gerne Computer verwendet hat, sondern immer noch wirklich auf Schreibmaschinenbasis basiert und verharrt. Aber egal. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Schlacht hier. Ich meine, im Mittelalter hatten die weder Schreibmaschine noch Computer. Ne, da wurde ja, wenn dann nur auf Pergament oder sowas geschrieben. Und konnte ja auch nicht jeder. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um diese Feinde da drüben, die hier die ganze Zeit mit dem Meteormann Skorpion ganz schön in Bedrängnis nehmen. Könnte also auch schon sein, dass diese Mission gleich vorbei ist, wenn ich die beseitigt habe. Ah! Oh! Hilfe! Von allen Seiten Verstärkung. Das ist aber unhöflich. Okay, dann kümmern wir uns einzeln um alle von denen. Aber wir haben auch selber Verstärkung dazu bekommen. Aber jede Wette, nach diesen ganzen Einheiten, dürften wir die Mission geschafft haben. Ist alles nur Stufe 14, also ist eigentlich kein Problem, mit denen fertig zu werden. Reiten wir sie doch mal alle nieder teilweise. Deswegen liebe ich irgendwie auch Reniers Kampagnen. Da habt ihr immer so schön das Gemetzel, ihr könnt in die Schlacht rein und ihr macht alle kaputt. Da braucht man nicht unbedingt strategische Kenntnisse. Das fand ich manchmal bei Lucretia und bei Geralt etwas nervig, dass man genauer nachdenken muss. Nichts, dass ich nicht nachdenken mag. Oh, ich hab das gesehen. Aber bei so einem actiongeladenen Hack and Slayer, da habt ihr euch eine Strategie vorher überlegt und dann wird sie dort trotzdem zunichte gemacht. Ich meine, ich mag eigentlich Strategiespiele, ich liebe die auch wirklich, aber hier war das nicht gerade so von Vorteil. Okay. Ich habe eben, das sah eben aus, als ob René einen Lachanfall gekriegt hat. Gut. Wäre auch, Schockwelle. Wäre natürlich auch, möglich, dass er das macht. Ich meine, er ist nicht umsonst ein Anführer der bösen Truppen. Die alle kaputt. Aber gut. Hier haben wir noch. Ja. Vorwärts, dann mach auch vorwärts. Es ist aber unhöflich, die kommen immer mit Meteoren. Egal. Schauen wir mal. Also wie gesagt, was ich sagen wollte, das war der Vorteil bei Candle und bei Renier, hatte man schon ein bisschen mehr Spielraum, weil man hat sich da eine Strategie überlegt für dieses Spiel, aber so wie man mitten im Gefecht ist, geht ja alles sowieso vor die Hunde. Deswegen hat das ja umso mehr Spaß gemacht, hier einfach reinzupirschen und alle Gaul zu machen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier mit denen auch fertig werden. Hey! Die fügen mir die ganze Zeit Schaden zu. Ah! Von der Seite kommen noch Mörser. Das sieht aus wie so ein richtiges Wirrwarr. Das hat fast so was, wie wenn ihr so ein Kleinkind mal nach Zahlen machen lässt. Wenn ihr so ein Kleinkind mal nach Zahlen in die Hand drückt, dann sieht das genauso chaotisch aus wie meine Wegpunkte hier auf der Minikarte. Aber naja, oh, da ist der Anführer. Ging nochmal eine Feier, war er schon mit der Grafik und dem Engine ein bisschen seiner Zeit voraus für die alte Xbox. Ich meine, für die alte Xbox ist das schon eine Hammer-Grafik. Ich bin eigentlich keine Grafik-Hure, aber das muss mal erwähnt werden. Was ich dazu sagen wollte, interessant, der Paladin-Anführer hat eine schwächere Rüstung als seine Leute. Egal, du brennst jetzt. Was ich sagen wollte, natürlich war das Ganze dann auch mit ein paar Glitch behaftet. Also ganz so glitchfrei lief dieses Spiel nie ab. Da kann man sich eigentlich auch denken, oder? Ich meine, es ist nun mal so gang und gäbe, dass das ein oder andere ein bisschen herumglitscht. Okay, schauen wir mal. Unser Paladin, okay. Ich denke, wir werden es trotzdem ziemlich schnell schaffen, die jetzt alle noch auszuschalten. Lange dürfte die Mission dann nicht mehr dauern. Gut, aber ihr habt ja auch gelernt, dass Paladine schon ziemlich widerstandsfähig sein können. Ich meine, schaut euch die letzten Videos an von Candles Kampagne, als wir bei Enklabossa direkt gekämpft haben. Und ich hatte es ja auch da schon erwähnt, das ist also kein Spoiler, ihr könnt also auch damit rechnen, dass wir natürlich auch Enklabossa mit Renier begegnen. Wir haben ja zeitlinienmäßig so in etwa dort gestartet, kurz bevor Velond Hieroniden belagert und übernommen hatte, und sind jetzt in etwa dort, nachdem
die, nachdem die Valleys unter Rumens Führung einen Rückzug machen mussten. Ich habe mir etwas überlegt, wenn ich Kingdom of Fire Heroes LP habe, dann mache ich so eine kleine Übersicht und so eine kleine Timeline und erkläre euch nochmal wie im Einzelnen, wie alle Missionen aufgebaut sind und wie man so ein bisschen so die Chronologie betrachten könnte, weil wir hoffen ja wirklich, dass endlich mal wirklich dann auch 2012 Kingdom of Fire 2 rauskommt und ich werde es dann auch als LP in Angriff nehmen, um diese komplette Chronologie auch abzuschließen. Bisher weiß man ja nur so viel, dass man Geralds Sohn spielt von den Einheiten. Renier und Kendall werden aber auch wiederkommen. Also kann man sagen, es gibt verschiedene Vermutungen, warum Kendall noch lebt. Weil wir wissen ja immer noch nicht, was mit ihm geschehen ist. Ich habe ja so eine Vermutung, dass durch die Begegnung mit Enklav Mossa, was ja über die Macht der Ewigkeit und so verfügte, dass irgendwie das etwas auf Kendall übergesprungen ist, weil er ja im Inneren war. Eine genauere Erklärung brauchen wir nicht, es ist immerhin das Fantasy-Genre, da ist sowas immer möglich. Also ich bin so der Meinung, dass es auf Kendall übergesprungen und deswegen ist er nicht gealtert. So ist mal meine Vermutung. Ob es stimmt, werden wir das spätestens bei dem Release zu KUF 2 sehen. Aber jetzt erstmal fokussieren wir uns hier auf den Kampf, der noch auf uns wartet. Ich hoffe aber auch wirklich, dass es jetzt endlich mal 2012 rauskommt, das Spiel. Es ist schon so oft verschoben worden. Der ursprüngliche Release-Termin war, wenn ich richtig in Erinnerung habe, Sommer 2009. Jetzt haben wir Herbst 2011 und dieses Spiel ist immer noch nicht raus. Ich weiß, es kam auch Circle of Doom raus, aber Circle of Doom ist ja nicht wirklich gelungen. Das erzählt ein bisschen so die Ereignisse, was nach dem Fall von Enklav Mossa getan passiert ist. Und deswegen auch meine Vermutung, was mit Kendall dann passiert, dass er irgendwie unsterblich geworden ist oder beziehungsweise nicht altern kann. Weil er kann immer noch durch ein Schwert oder so sterben. Aber nun ja, das werden wir dann halt wie gesagt bei Gelegenheit hoffentlich 2012 erfahren. Jetzt erstmal kümmern wir uns hier noch um diese Paladine und ich glaube, das war auch das letzte Bataillon. Die Geier haben sich halt nur geheilt, deswegen geht von denen die Energie immer wieder ein bisschen hoch. Ihr wisst ja auch selbst noch von der vorherigen Kampagne ziemlich gut, wie Curatio funktioniert. Aber mal sehen. Okay, wir haben sie gleich alle beseitigt, hoffentlich. Wir sind die Elite der Hoch. Na, werdet ihr wohl alle. Hier, fang das. Fang das! Komm mit meinem allmächtigen Schwert, fang das! So! Ja, Mission ist erfüllt. Mal schauen, was in der Auswertung rauskommt. Wir müssten ja schon ein bisschen gut EP und Gold gesammelt haben. Dann können wir gleich wieder ins Level. Dann seid ihr? Ja, Leinhard, ich bin es. Der wahrhaftige Rick Blood. Bei den Göttern. Rick Blood, der unsterbliche Krieger. Genau der. Also deshalb habt ihr solch unglaubliche Kräfte. Aber wieso will der Papst das ewige Herz? Was kann er damit anstellen? Ich weiß es nicht. Aber eins ist gewiss. Das Herz darf nicht in seinem Besitz bleiben. Nun gut. Ich werde keine weiteren Fragen stellen. Befehlt mir, Fürst Renier. Wir folgen dem Papst. Ihr werdet mehr erfahren. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Brechen wir auf. Also, Rick Blood, der Held aus alter Zeit, ist Renier. Wir gehen das nächste Mal hier hoch, nach Raven Matter, das dürftet ihr ja noch kennen. Und ich sage dann mal, bis dann, Leute.